Rhabarberblüten abdrehen oder abschneiden. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ja, wie jedes Jahr fängt mein Rhabarber im Ende April zum Blühen an. Ihr seht es da, es sind wunderschöne Blüten. Ich habe letztes Jahr ja schon in einem Video gesagt, dass man die raus oder abmachen soll, weil das geht zu Lasten der Pflanzen des Rhabarbers. Und ich habe ja auch jetzt einmal eine Umfrage gemacht und da haben also viele geschrieben, sie lassen die Blüten dran, sie kriegen trotzdem ihren Rhabarber und andere schreiben wieder, nein, die Blüten müssen weg, weil das geht zu Lasten des Rhabarbers. Ne? Ja, ich wollte jetzt eigentlich dieses Jahr ja, die mal stehen lassen, aber ich mag es doch nicht, weil ich immer wieder an meine Mama denken muss, die hat halt die Blüten immer wieder weggemacht. Und das mache ich jetzt auch. Jetzt geht es aber darum, soll ich es jetzt abdrehen oder abschneiden. Letztes Jahr habe ich es ja versucht abzudrehen, so wie man es eigentlich macht. Und das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, weil da sind die dann so fransig abgebrochen. Und ich versuche das jetzt noch einmal, weil mit einem Messer, wenn man es macht, ne, das soll halt das Messer, das soll wirklich schön sauber sein, am besten steril sauber, damit da nicht irgendwie Bakterien reinkommen und dann wird zum Schluss der Rhabarber kaputt. Ne? Ich meine, so schlimm wird es wahrscheinlich jetzt nicht sein, aber so sagt man halt. Ja, ich drehe jetzt einmal an der Blüte da. Da muss jetzt meine Kamerafrau einmal daherkommen. Hier, da seht ihr mal, das sind, also Stämme sind das, das ist schon wirklich Wahnsinn, ne? Ich drehe jetzt einfach einmal, das soll sich da unten abdrehen. Man dreht dann im Uhrzeigersinn. Am besten macht man es auch mit zwei Händen, weil da braucht man ein bisschen Kraft. Also ich drehe jetzt einfach einmal vorsichtig im Uhrzeigersinn. Ein bisschen nach unten, so wie man halt einen Rhabarber, geht wieder nicht so, wie es immer heißt. Geht wieder nicht so, seht ihr das? Das ist das, was mich immer ein bisschen stört. Schaut mal daher. Da ist jetzt der Stamm ausgefranst. Ne? Und da ist ein Loch und da geht das Wasser rein. Und das soll normalerweise nicht passieren. Ich werde jetzt mal ein Messer nehmen. Da habe ich jetzt vorhin schon ein bisschen was abgeschnitten. Macht es zumindest so schräg gerade, damit diese Fransen weg sind. Damit es schnell eintrocknen kann. Hier. So. Da ist noch ein wenig was dran. So. So lasse ich das jetzt. Und da ist ja noch so eine, außenrum so eine Schale. Dann tue ich die ein bisschen daher. Dann kann da nichts rein. Ja. Was mache ich jetzt dann mit der schönen Blüte? Wisst ihr eigentlich, dass man die Blüte essen kann? Also ich habe es noch nie probiert, ich will es auch nicht probieren. Ich weiß nicht warum, aber ich will halt nicht. Ich stelle die in die Vase. Also ich habe gelesen, man kann die essen, man nimmt die überwiegend zu Süßspeisen, zu süße Soßen und sowas. Aber ich stelle sie in die Vase, lasse die Vase aber außen stehen und wenn die dann noch weiter aufblüht, hoffe ich, dass dann die Bienen da auch herkommen, nicht bloß daher. Weil die gehen unheimlich gern auf die Rhabarberblüten. So, jetzt hole ich mir die anderen drei noch. Aber vorher schaue ich, ob da nicht noch mehr so Dinger kommen. Nee, da ist nichts. Also die zwei, da muss ich jetzt noch raus tun. Und dann habe ich einen schönen Blumenstrauß. Schaut irgendwie, finde ich, exotisch aus. Das hat nicht jeder. Und manche fragen, was ist denn das? Ne? Ja, die meisten kennen das eigentlich gar nicht. Vor allem die, sagen wir mal, die Stadtmenschen, ne? Die kann Rhabarber noch gehabt haben oder die eben keinen Garten haben und wissen nicht, wie das so, wie der Rhabarber wächst und dass der eben auch blühen kann. Aber es schaut schön aus, finde ich. So, also ihr seht, der ist rausgedreht, ist fransig, gefällt mir nicht. Und die anderen zwei habe ich jetzt rausgeschnitten. Ist jetzt natürlich diese Röhre dann da, diese offene. Wo haben wir es denn? Da ist er. Hier. Aber das wird ja durch die Blätter alles schön verdeckt. Ja, und so habe ich jetzt einen schönen Strauß. Rhabarberblütenstrauß. Ist er nicht schön? Also mir gefällt er. Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ist herrlich, finde ich.
sag mal, was ganz, ganz anderes. Oh, da ist eine Wespe. Jetzt kommst du anders mal wieder, ne, wenn sie aufblüht ist. Ja, das stelle ich jetzt an meiner Vase, dass ihr seht, wie schön das ausschaut. So, da seht ihr mal einen schönen Blumenstrauß, Rhabarberblumenstrauß. Das ist eine ganz schwere Vase da, die lasse ich jetzt da stehen, die kann der Wind auch nicht umhauen. Und wenn die dann noch ein wenig aufgeht, und da habe ich ja den Kirschbaum gleich daneben, da sind ja dauernd die Hummeln und Bienen. Und da oben sind welche Hummeln, ja, sind immer viel da. Dann können die nämlich auch mal daher gehen, ne? Ich lade sie ein, sollen sie herkommen, da haben sie dann das Paradies. Eins fällt mir noch ein, wenn der Rhabarber blüht, das heißt nicht, dass dann Erntezeit zu Ende ist. Die Erntezeit vom Rhabarber ist erst Ende Juni zu Ende, am Johannistag. Das wisst ihr ja, ne, vom anderen Video auch, und das wissen auch so die meisten, wegen der Oxalsäure. Schaut er nicht schön aus, mein Strauß? Ja, ne? Okay. Wenn euch gefallen hat, mein Strauß, mein Rhabarberstock und alles halt, alles, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, abonniert den Newsletter, aktiviert die Glocke fürs nächste Video, schaut im Shop vorbei und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.